Die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an ihrem Fenster und nähte. Dabei stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, neben dem Fensterrahmen aus schwarzem Ebenholz, und weil sie sich so sehr ein Kind wünschte, sagte sie zu sich: Ach, hätte ich doch nur ein Kind, so weiß wie Schnee. So rot wie Blut. Und so schwarz wie Ebenholz. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Und das sah genau so aus, wie die Königin es sich gewünscht hatte. Die zarte Haut war weiß wie Schnee. Der Mund war rot wie Blut und die Haare schwarz wie Ebenholz. Deshalb nannte sie es Schneewittchen und war überglücklich. Doch kurz nachdem das Kind geboren war, starb die Königin. Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran, ein herzensgutes Kind, und wurde immer schöner. Als es 7 Jahre alt war, war es schöner als der helle Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese eines Tages wieder ihren Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid.
Die Königin konnte das nicht ertragen und schmiedete einen schrecklichen Plan. Sie rief einen Jäger und befahl ihm: Du, Jäger, bring das Kind hinaus in den Wald. Wo er am dunkelsten ist, sollst du es töten und mir sein Herz als Wahrzeichen mitbringen. Und so geschah es. Der Jäger brachte das Mädchen auf verschlungenen Wegen immer tiefer in den Wald. Als der Jäger dann Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und flehte um sein Leben. Bitte, lieber Jäger, lass mich am Leben! Der Jäger hatte Mitleid mit dem Kind. Und so etwas Böses wollte er doch nicht tun. So ließ er es laufen, stach stattdessen ein junges Wildschwein ab und brachte der Königin dessen Herz ins Schloss. Nun irrte Schneewittchen mutterseelenallein in dem großen, dunklen Wald umher und wusste nicht, wie es sich helfen sollte. Es lief über Berg und Tal, auf steinigen Pfaden und durch dorniges Gestrüpp. Und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei. Aber sie taten ihm nichts. Und
nur ein kleines bisschen nehmen. Aus jedem Becherchen nur ein winziges Tröpfchen trinken. So werde ich sicher niemanden verärgern. Hier ein Stückchen Brot. Dort etwas Gemüse. Köstlich! Wer hat das nur so fein gekocht? Und dort, solch ein hübsches kleines Törtchen, hat nicht mal der Zuckerbäcker zu Hause im Schloss hingekriegt. Ich beiße nur ein kleines Stückchen ab. Das merkt bestimmt kein Mensch. Ach, das war so lecker. Wer wohnt wohl in diesem Häuschen? Und warum ist niemand zu Hause? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben kleine Bettchen. Und alle so hübsch bezogen. Ich bin so müde, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Dieses hier ist das rechte Bett für mich. Ich werde mich nur ein ganz klein wenig ausruhen. Thank you.
aus meinem Becherchen getrunken. Wer hat von meinem Törtchen abgebissen? Ganz schön klein. Na doch, ganz okay. Na doch, ganz.
Die sieben Zwerge gingen frühmorgens in die Berge und gruben nach Gold und Erz. Und abends kamen sie müde und hungrig von ihrer schweren Arbeit zurück in ihr hübsches Häuschen. Dann musste das Essen bereit sein, denn vom Hacken und Graben und Steine schleppen waren sie ganz erschöpft. Schneewittchen hatte etwas Leckeres gekocht. Das Haus war sauber und ordentlich und alle waren glücklich und zufrieden. Thank you.
unbedingt die Schönste im ganzen Land sein. Und so sann sie und sann sie. Sie musste die Sache selbst in die Hand nehmen, um Schneewittchen endlich aus der Welt zu schaffen. Sie kleidete sich wie eine alte Marktfrau. So war sie gar nicht mehr als Königin zu erkennen. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Was hatte sie nur vor? Thank you.
im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Berg, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Thank you.
Zieht das Ding nur schnell heraus. Ja, das mach ich mal. Na, du hast ja zottelige Haare. Ja! Mir auch recht. Meine Äpfel
neidisches Herz Ruhe. So gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das Kind, das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es und weinten 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen einen durchsichtigen Sarg aus Glas machen, von dem man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule. Dann ein Rabe. Und zuletzt
Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Doch eines Tages galoppierte ein Prinz durch den Wald. Und zu dem Zwergenhäuschen, wo er übernachten wollte. Er sah den Sarg dort stehen und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Mit dem wunderschönen Schneewittchen darin. Ich will euch geben, was auch immer ihr dafür haben wollt. Wir geben ihn nicht für alles Gold der Welt. So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten, wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Gemeinsam trugen sie ihn fort. Da geschah es, dass sie über den Strauch stolperten und von dem Schütteln fuhr das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus ihrem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ja, und das Schneewittchen lebt. Ach Gott, wo bin ich? Du bist bei mir, liebe Schneewittchen. Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Da freute sich Schneewittchen und zog mit ihm auf sein Schloss. Und ihre Hochzeit war mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert.